Seid ihr herzlich willkommen. Ein Orakel für drei verschiedenen Lebensbereiche. Orakel für die Liebe, für Verträge und Arbeit. Außerdem Orakel für die Finanzen. Erstmal schauen wir das Thema Liebe an. Was die Liebe betrifft, dieser Schlüssel bedeutet deine Selbstsicherheit oder seine Selbstsicherheit. Dieser Schlüssel bedeutet auch Entscheidungen. Etwas wird abgeschlossen und zeigt Verschlossenheit oder etwas öffnet sich und zeigt Offenheit. Es waren Probleme und Schwierigkeiten. Dieser Berg kann auch eine kühle Haltung bedeuten, aber das geht zum Ende, weil dieser Sense entfernt die Probleme und dann öffnet sich hier eine neue Tür für euch, das sind die Chancen und Möglichkeiten. Was noch diese Kartenkombination bedeuten kann, dass in Wintermonaten kommen Ereignisse mit einem Schwung in einen Moment, wo du damit gar nicht rechnest und jemand klopft an deine Tür. Und jetzt schauen wir diese Papierrolle an und das bedeutet etwas Schriftliches oder kann auch Verträge bedeuten. Wenn wir über Verträge sprechen, dann heißt es oft Arbeitsvertrag. Also wir schauen die beruflichen Situationen auch an. Und das bedeutet, diese Schlange kann eine Frau sein. Und diese Frau ist falsch. Oder du bekommst von dieser Frau eine falsche Nachricht. Mit anderen Worten, das entspricht nicht der Wahrheit. Du kannst dieser Frau nicht vertrauen, weil sie lügt. Aber abgesehen davon, dass im Hintergrund diese falsche Person ist, die Blumenstrauß zeigt auch eine angenehme Überraschung auf. Oder dieser Blumenstrauß kann auch deine Schönheit, deine Weiblichkeit auch symbolisieren. Und weil diese Frau falsch ist, dann heißt, sie ist eifersüchtig oder neidisch auf dich. Was diese Schlange noch bedeuten kann, das ist die Heilung. Und hier diese Nachricht, diese Botschaft ist eine falsche Diagnose. Aber verbessert sich die Lage, weil immerhin dieser Blumenstrauß zeigt eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk oder eine Einladung. Man könnte sagen, es kommt eine schlechte Nachricht und es kommt eine gute Nachricht. Und jetzt schauen wir an die Finanzen. Wo die Mäuse erscheinen. Die fressen etwas auf und das bedeutet, die Mäuse entfernen etwas. Hier handelt es sich um Geld und das kann natürlich Geldverlust sein oder eine Rechnungsausgabe. Aber weil das Kind etwas Kleines bedeutet, kleinere Ausgabe. Also es kommt eine Rechnung, es kommt eine Ausgabe, aber das wird nicht allzu viel sein. Und dieses Schiff bedeutet die Hoffnung, dass hier auch Neuigkeiten kommen, also du wirst auch Geld erhalten. Hier gibt es auch eine schlechte Nachricht, Geldausgabe wird aber nicht allzu viel sein und die Hoffnung besteht für Gewinn, also sieht schon gut aus. Natürlich, diese Karte kann auch Reisen oder Auslandskontakten
auch bedeuten, und das sind die Neuigkeiten, aber immerhin sehen wir hier die Mäuse, also das bedeutet auch Verlust oder Ausgaben. Die Hoffnung besteht aber, dass die Finanzen sich verbessern und kommen die Neuigkeiten. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.